In der dritten Saison sind wir gelandet, hier in Dirt 3. Willkommen zurück. Und prompt geht's wieder in den International Skirmish Irgendwas Cup. Okay, dann kommt jetzt direkt wieder LA Coliseum mit Rallycross. Bin ich dafür. Ich nehme mal wieder den Metro, glaube ich. Oder Ford Focus. Gibt's den nochmal anders? Den gibt's nochmal so. Warte, das ist jetzt, ich habe gerade wieder diese niedrigen Rufpunkte, ganz merkwürdig. Hatte ich schon mal, aber ich nehme den jetzt so. Tja, was machen wir denn jetzt? Jetzt sind wir in der nächsten Saison und die ist erfahrungsgemäß, müsste die eigentlich schwerer sein. Andererseits hat es gerade mit einem Schwierigkeitsgrad. Bisher hast du beim Rallycross dominiert, aber bleib voll konzentriert. Die Konkurrenz lauert auf ihre Chance. 6 gut gepasst. Machen wir nochmal die 6. Traue ich mich nochmal die 6. Dann haben wir nämlich den direkten Vergleich, was die Saisons so ausmachen. Ob ich jetzt den Arsch versohlt bekomme oder wie es da aussieht. Ich will es dann mal nicht aufs Auto schieben. Sorry. Hey, der lenkt mich. Irgendwie komme ich hier nicht aus dem Knick. Hey! Ah, Mann. Okay. Nein! Hau ab! Ah, okay. Es wird ein Kampf. Es wird ein Kampf um überhaupt Podium, würde ich sagen. Also ich werde mich da... Oh, Hilfe! Hey, ich gebe Vollgas! Was soll das? Oh, okay, das wird happig. Ey, der macht mich fertig hier hinten. Mal sehen, ob sich das Fahrerfeld noch zerstreuen wird. Oh, der kommt nicht um die Kurve, habe ich so das Gefühl. Was ist denn hier los? Ah, was macht der vor mir da? Oh Gott. Dann hat er noch so ein furchtbares Flugverhalten, wie man gerade gesehen hat. Es ist doch die Karre, die ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Ah. Okay, aber jetzt sind sie zurückgefallen. Interessant. Jetzt werde ich mich wieder an dem ersten abplagen können. Wahrscheinlich erfolglos. So, eine Runde hätten wir noch. Machen wir. Scheiße. Also, das läuft hier nicht. Vielleicht mal ein bisschen mehr Handbremse gehen. So. Ach, ich soll driften. Gut. Dann hätte ich das jetzt auch erledigt. Hopp. Oh Gott. Oh. Ja, nee, den werde ich nicht mehr kriegen. Oh, Mann. Ich weiß, das ist nicht der Rennfahrer-Spirit, aber das ist jetzt mal realistisch. Dass ich den nicht mehr kriegen werde, sei denn er verhaut jetzt hier. Oh, ich hab... Oh Gott, ich hab zu lange irgendwie... Ich hab geträumt. Auf die Minimap geguckt und nicht gesehen, dass ich schon mal langsam bremsen müsste. Okay, zweiter. War aber nur Rennen 1 von 2, also ja... Gedriftet bin ich. Weiter geht's. Mal sehen, man sollte sich ja auch den Gegner merken, was ich gerade nicht getan habe. Ob der dann im zweiten auch noch der Rivale ist, ne? Im zweiten Rennen. Aber wird ja gleich nochmal aufgelistet, oder? Ja, kann ich bei Teilnehmern gucken. Und zwar, oder? Zwischenstand war das, genau. Halliday liegt vor mir. Okay, wenn ich jetzt vor dem wäre, umgedreht, dann hätten wir beide gleich viele Punkte, aber dann würde man es...
okay, eine Sekunde Vorsprung über Bundesliga. Da würde man es mir wahrscheinlich auch wieder positiv anrechnen bei Gleichstand. Oh, das war allerdings eine Strecke, die ich nicht so unbedingt... Oder? Doch, das habe ich noch beherrscht. Mal gucken. So, ich habe so das Gefühl, meine Power allein ist schon ein bisschen limitiert hier. Aber vielleicht, wie gesagt, liegt es wirklich an der Saison und am Schwierigkeitsgrad. Wir gehen mal innen lang. Oh, wo kommt er denn hergeschossen? Hey! Oh, hat es mir nicht unbedingt leichter gemacht, muss ich sagen. Oh, hier im Sandwich, hallo! Eigentlich, ach, der Halliday ist wieder vorne. Ja, dann wird's nicht so leicht. Mann, ich habe andere Sorgen als dich. Hau doch mal ab hier. Vor mir da. Muss den da vorne kriegen. Ich werde ihn nicht kriegen. Dann bleibt der zweite insgesamt. Warum nicht? Sauber rumgekommen mit ein bisschen Sliden natürlich, aber wüsste kaum, wie ich es hätte besser machen können. Oh Mann, ach komm, wie kann denn der zum Stehen kommen? Hallo? Bin nur da rumgeslidet und alles. Das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Na gut, es gibt noch Runden, aber das so wird das nichts. Ah, nun lenk doch mal. Ey, also ich habe wirklich das Gefühl, da klappt was nicht. Sieht manchmal blöd aus, man weiß ja auch nicht, was der Spieler so drückt. Also in meinem Fall hier ich. Aber für mich fühlt es sich manchmal so an, als hätte ich echt die Kurve gut genommen und dann wird nichts draus. Oh, Mann! Nee. Den kriege ich nicht. Scheiße. Das ist ärgerlich. Jetzt fahr mal da raus, Mann. Fahr mal da raus. Nimm mal ein bisschen Tempo mit. Scheiße. So knapp. So knapp. Na gut. Bis jetzt sieht alles gut aus. Du bist auf Kurs. Das machst du klasse. Na, wenn ihr meint. Vielleicht war das, was ich bei der letzten Saison nicht freigeschaltet habe. Pilot, ich hatte gerade die Organisatoren der Rallycross World Tour am Telefon. Sie wollen dich dabei haben. Recht so. Bei deinem Rallycross-Können ist es nur fair, dass du dich mit den Top-Fahrern dieser Disziplin messen kannst. Aber nur einer wird der Beste der Welt sein. Wirst du das sein, Partner? Finden wir es heraus. So, da hat sich doch wieder ein Schnipsel aus der vorigen Folge hier rein verirrt. Ihr habt es irgendwie schon längst geahnt. Jetzt sind wir wieder live. Die Rallycross World Tour wurde freigeschaltet. Die mache ich jetzt noch nicht. Ich gehe wieder in Saison... Nee, ist ja falsch. In Saison 3 rein. Da waren wir doch stehen geblieben. Und dann steht jetzt an... King of California. Schon wieder LA Coliseum, aber... Gymkhana. 2 Runden. Okay. Schauen wir doch mal. Subaru. Oh, den hier nehme ich nie wieder, sorry. Aber das war eine schlechte Erfahrung. Obwohl er ja schön slidet wahrscheinlich. Ford Fiesta Gymkhana. Doch, habe ich eigentlich Bock drauf. Wenn er schon Gymkhana im Namen hat, dann funktioniert er hoffentlich. Oder war das jetzt der, mit dem ich im letzten Rennen gerade schlechte Erfahrungen gemacht habe? Der hat nicht so gut eingelenkt. Nichts und niemand kann dir hier gefährlich werden. Hol dir den Sieg. Ja, das werden wir erstmal sehen, ob mir jemand gefährlich werden kann oder nicht. Ich werde mir doch selber immer am gefährlichsten. Aber ich bleib so, würde ich sagen. Wir sind jetzt gerade bei der 5 noch, ne? Oh Gott, nee, Hilfe. Es hat sich alles umgestellt hier. So, 5 bitte nur. Ach so, ja, die 6 kam vom Rallycross. Stimmt, die konnte ich erstaunlicherweise noch lassen. Hat dann immerhin für den zweiten gereicht. Okay, dann... Ach, das Ding wieder. Ach, Alter.
Na, dann gucken wir mal. Bum, bum, bum. Einmal lecker Donut. Und nochmal. So. Geht's jetzt rum? Nochmal. Nochmal ein Donut, würde ich sagen. Okay, dann machen wir jetzt mal den. Spin, ne? Okay, bin ich schlecht angefahren, das bringt so hier nichts. Ja, gar nicht so schlecht, oder? War zwar nicht so vorgesehen, aber kann man mal machen an der Stelle. Top! Okay, so. Ah ja, auf der Seite war ich noch nicht. Läuft doch irgendwie. Ja, das war dumm. Ich wollte eigentlich da außen rum. Oh ja, insgesamt fühlt es sich gut an. Ich mache noch einen Sprung hinten ran. Hopp, als Bonus. Yo, Kumpel, lad das Video auf YouTube. Das rockt. Ey, das ist doch super, oder? Langsam in Gymkhana reinbekommen? Fragezeichen. Oder gibt es noch eine Runde, die jetzt gleich nicht so gut laufen wird? Kara hat auf jeden Fall mitgemacht. Kann ich mich nicht beschweren. Okay, wir machen noch eine Runde. Bonusziele gibt es auch nicht. Was sollten die auch sein? Okay, dann machen wir mal gleich einen R zu Beginn. Und... einmal, zweimal, dreimal und... oh, yeah! Okay, jetzt hatte ich hier nicht so viel Schwung, das wird nicht der beste Air werden. Shit, ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, das war dumm. Hey, was ist denn hier noch? Wir sind Drifts. Können wir einen großen Donut machen? Direkt nochmal Drift, wird er mir... ah, wird er mir sogar gönnen. Ah! Was gibt's denn hier noch? Da stehen noch die Dinger rum. Irgendwie ist es hier ein bisschen, ja, ein bisschen arm an Möglichkeiten, möchte ich sagen. Komm, gib mir was. Ich will noch den Donut da holen. Den hatte ich noch nicht. Oh, jetzt vielleicht den großen. Nee, ich mach den. Kurz an der 3. Ah, scheiße. Das mache ich rückwärts. Kurz an der 3 geschnuppert, wollte ich sagen. Und hier zu weit reingeslidet. Das war blöd. Ich nochmal den großen machen. Oh. Wow, was? Leute. Okay, ich hatte hier viel Leerlauf, aber irgendwie war das auch alles nicht gut platziert. Oh, shit. Großartig. Ja, du bist echt gut geworden beim Gymkhana. Echt gut. Ist was für kleine Mädchen. Du warst einfach nur verdammt geil. Das ist ganz schön sexistisch, ne? Dürfte man heutzutage nicht mehr bringen. Die Welt ist sensibler geworden, sag ich mal. Ganz vorsichtig. Ja, das war sehr merkwürdig. Erst der erste Platz, dann der fünfte. In Summe der dritte. Hm. Naja. Was willst du machen? Okay, gut so. Du stehst im Finale. Neuer Tag, neues Finale. Der Laden ist randvoll. Sorg für Spektakel.
Und ich sehe, dass die Monte Carlo Rally nicht freigeschaltet werden muss. Das ist dann wieder Complete Edition Inhalt, ne? So, jetzt kommt Rally Finnland. Hat man ja lange nicht. Da habe ich aber die ganze Bandbreite. Gruppe B, 80er, 70er, 60er. Gut, gucken wir mal hier. Was hat denn so... Was hatte ich denn überhaupt noch nicht? Hatte ich den Lancer? Audi Quattro hatte ich, glaube ich, noch gar nicht, oder? So wiederholt sich's dann wieder. Ja. Nehmen wir den hier. So. Schwierigkeit 5 bleibt mal. Wird mich ordentlich fertig machen. Aber wo habe ich denn so versagt? Die Sicht ist unter aller Kanone. Die anderen werden sehr vorsichtig sein. Das ist deine große Chance. Juhu, ich muss nicht vorsichtig sein. Nee, Trailblazer war das, wo ich so herrlich versagt habe. Ne? Oh Mann. Okay, Rally habe ich noch eine Chance, darf ich aber nicht zimperlich sein. Okay. Let's go. Ah, sieht das schön aus. Der Lack mit dem Regen, diese Spiegeleffekte. Immer noch top nach 10 Jahren. Oh, hey. Hey, ich bin Erster. Links 4. Rechts 3. Links 5 in 4 plus in. 4 plus, achso, in den Lenke. Eine Kehre. Hey, aber irgendwie fährt der gut. Links 3, innen halten, lang über. Ich muss mich wieder an Tempo gewöhnen. Rechts 4, sehr lang, macht auf. Und hat mich noch nicht so viel getraut. 4, okay. Oh, passt. Okay, nur 6er, ja. Wow. Links 5 plus über Kuppe in Achtung, links 2 macht zu. Oh. Oh, und dann eine 2, ne? Da sind sie wieder fies. Boah. Okay, hätte man sehr viel besser machen können. In Kuppe lang voll. 60. Ah! Das sparen wir uns mal, den Einschlag. Oh Gott. Eieieiei. Hey, weg da. Weg von der Straße. Rechts 4 lang über Kuppe mittig. Kuppe mittig. Ups. Links 4. Rechts 3. Okay, die Vierer nimmt der irgendwie auch gut. 3 wird es vielleicht langsam all, aber. Rechts 6 über Kuppe mittig voll. Bis Ziel. Ja, ich habe das Gefühl, ich hätte mehr geben müssen. Oh, hart, ey. Es war schon nicht schlecht, aber. Ja, es hätte mehr sein müssen. Aber alles recht knapp, ne? Das ist nicht mal eine Sekunde. Die ersten drei alle im 1,29er-Bereich. Inklusive mir. Gut. Ja, gut. Ich kann es ja nicht verhindern. War das jetzt mit einer Sekunde Vorsprung gewinnen, dann kann ich es natürlich nicht schaffen, das Bonusziel. Jetzt bei Nacht, gerade bei Nässe, jetzt bei Nacht 170 km/h. Und ich als Letzter. Das heißt, wir haben mal realistische oder Live-Zwischenzeiten sozusagen. Und es ist auch witzig, wie die Kamera immer so ein bisschen runter geht am Start. Erst denkt man, oh Gott, was ist denn das für eine Heckansicht da? Dann geht's aber, so wie ich es gern hätte, nämlich schon noch ein bisschen mit ein bisschen Abstand zur Karre. Ich habe das Gefühl, ich kann hier fahrzeugbedingt doch häufiger mal Vollgas geben, ohne dass ich Sorge haben muss, weil er einfach gar nicht so schnell ist wie andere. Erreiche hier zum Beispiel das Bonusziel noch gar nicht. Rechts 4 in Achtung, links halten über große Kuppe Sprung. In links 4 lang macht spät zu. Boah. Achtung, rechts 4 macht zu über Brücke. Wow. 60. Links halten über Kuppe in.
Oh! Puh, da habe ich mich kurz nicht konzentriert, weil ich schauen wollte, wo ich stehe, aber das sehe ich jetzt erst gleich wieder. Oh. Oh ja, die 1, sehr schön. Ich traue mich jetzt was. Nehme nur manchmal ein bisschen Gas weg, bei, oh, bei so Vierern, aber... Also, das hier, aber eigentlich muss ich mich viel rausnehmen. Jetzt kommt mal eine 3, oh, oh! Ah, hey, das sagt auch gar nichts von Schneiden, ne? Boah, ich finde, ich gleite hier ganz gut durch. Ja. Kuppe, 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 Kuppe hier, Kuppe da. Ja, da muss man eigentlich... Oh, gar nicht so viel bremsen. Ja. Boah, recht lange Etappe. Ich finde, ich mache meine Sache hier gerade echt gut. Oh, das war scheiße. So will ich nicht ins Ziel, sorry. Diese letzte Kuppe da. Ach Mist, jetzt muss ich irgendwo einen Einstieg finden. Das macht die Sache auch nicht leichter. Machen wir mal so. So. Und hopp. Komm, das war jetzt gut. Jawoll. So, jetzt kommt es drauf an, wie viel Vorsprung ich rausgeholt habe. Haha. Nämlich 3 Sekunden. Das dürfte mir ja wohl die Gesamteins gebracht haben. Du bist vorne dabei. Jetzt nur nicht nachlassen. Ja, du hast die Strecken im Moment gut im Griff. Sehr schön. Sehr schön. Sag mal so, im Verhältnis kriegt man ja eine Menge Rufpunkte einfach durch eine gute Platzierung. Da braucht man diese Bonusziele nicht unbedingt. Smash Attack. Oh ja, da habe ich mal wieder Bock drauf. Hier die Roboter-Invasion stoppen und so, ne? Das können wir jetzt noch schön hinten dranhängen und dann, glaube ich, sind wir schon langsam wieder am Folgenende. Ich muss jetzt ein bisschen... Letztes Mal hast du das Auto wie neu zurückgebracht. Alles ist bereit. Ich muss jetzt ein bisschen Mathematik betreiben, weil die Folge ja zusammengeschnitten ist. So, das sind die bösen Robbys. Da finde ich, haben sie sich echt witzige Modi einfallen lassen. Also das macht Spaß. Mal sehen, was man hier so reißen kann. Oh, das... Da muss man erstmal seinen Weg finden. Oh, also hier durch, da durch. Darum. Dann hier... Oh ja, den Donut. Ach du Scheiße. Wo geht's denn hier rum? Nein, ich habe 2 ausgelassen. Das war dumm. Das hat mich Zeit gekostet. Dann fährt man... Ach ja, hier fuhr man so rum. Oh, jemine, die Zeit ist rum. Silber? Gut, das ging sehr schnell. Das möchte ich nochmal... Warum war denn die Zeit rum? Ging zum, ja, klar, es geht um Zeit. Ja, ich probiere es nochmal. Gold wäre drin, würde ich sagen. Das wären auch nur 3 mehr, ne? Wobei, hatte ich gerade 25 oder mehr? Ich hab nicht drauf geachtet. Das schaffe ich auf jeden Fall. Ich bin da einmal dumm rumgefahren. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man da eigentlich in der Zeit nicht nochmal den Weg rummachen muss, dass man dann nicht so viel reißt, sondern eher vorausschaut. Hier, den Donut hatte ich so schön hingekriegt, ne? Und den kriege ich nochmal so schön hin. Jawohl. Oh, oh, oh. Das schon wieder. So, und diesmal fahre ich weiter. Dann fehlen mir zwar welche, aber ich hole stattdessen die hier. Oder? Hilft das was? Ja, Gold. Gerade so 28. War jetzt kein schöner... kein schönes Ende hier. Ja, du wusstest. Ich wusste auch. Ja. Hat gepasst. Mehr als Gold will ich da nicht. Blub.
Gut, dann jetzt nochmal Head-to-Head Aspen. Dafür ist auch noch Zeit. Und das wird nicht ohne Open. Machen wir Open. Subaru, Mitsubishi. Oh. Ich hatte den Mitsubishi, glaube ich, noch nicht so. Ich nehme den einfach mal. Ich traue mich, was soll's. Klappt schon, irgendwie. Ich hoffe, ich komme in Runde 2. Sonst wird's unangenehm. Heute erwarten dich Schnee und Eis. Fahr schön gefühlvoll und mach keine abrupten Bewegungen. Weniger ist mehr bei diesen Bedingungen. Ja. Passabler Tipp, denke ich mal. Komme ohne Überschlag ins Ziel. Schwierig, ich mache doch eigentlich ständig welche. Ist doch schon mein Markenzeichen geworden. Okay, oh Mann, da ist er schon. Da ist er schon nicht zu kriegen oder kaum zu kriegen. Boah. Ja, jetzt ist er vorne. Jetzt hätten wir schon mal gar keine Chance gerade. Aber mal gucken, was das noch wird. Fährst du mal da rum? Eine 3. Oh, hier verliert man aber Schwung. Ich will mir eigentlich nicht die Illusion machen, dass das in der anderen Runde besser wird. Oh Mann. Mal gucken. Wenigstens die erste Runde würde ich doch wohl gerne noch schaffen. 80. Rechts 4 macht auf. Oh. Rechts 4 macht zu bis 3. Unterbrücke. Oh, das wird hart, ey. Achtung, über meinen Sprung. Mann, was ist denn hier los? Okay, das war der totale Abfuck gerade. Der hat mir vielleicht das Genick gebrochen. Jetzt bin ich... Oh Gott, jetzt kommt sowas hier. Jetzt bin ich gerade mal vorne gewesen. Jetzt holt er wieder auf. Könnte klappen. Was fahre ich denn jetzt hier? Jetzt fahre ich hier hin. Ja, am Ende treffen wir uns ja wieder, ne? War doch so. Ey! Okay, das hat gut gereicht am Ende. Ich gucke immer links auf die Fortschrittsmap, also auf den Fortschrittsbalken. Der ist echt das Spannendste. Könnt ihr ja gerne mal machen, den Bildschirm komplett zuhalten und nur links gucken. Das ist schon spannend genug, diese kleinen Dreiecke zu beobachten, wie sie sich da gegenseitig versuchen zu überholen. Oder mitzuhalten. Okay, das ist jetzt Halbfinale, ne? Also da kommen noch zwei Runden, also die und noch eine. Da werde ich mich mal ranhalten, weil jetzt läuft mir schon langsam wieder die Zeit weg. Aber das bringe ich noch in diese Folge rein. Ansonsten ist die halt mal ein bisschen länger, aber die vorige, die ich da schon wieder schneiden musste, die war eher so 40 Minuten statt 30 und das muss nicht sein. Sorry Leute, das muss echt nicht sein. Oh. Und ups, das hat geklappt, denke ich mal, sage ich mal, behaupte ich mal. Kuppel links 3, innen halten, hängt. Ha! Links 3 lang, macht Speck. Macht nix, nur eine Delle, hat er gesagt, falls man es nicht gehört hat. So, hier kann man eigentlich voll reinheizen. Also Vollgas und voll in die Kurve gehen, weil so schnell ist man an der Stelle nicht. So, ich muss mir hier guten Vorsprung verschaffen. Denn diese Runde, die ich jetzt gefahren bin, war offensichtlich die, in der man den Vorsprung kriegt. Habe ich so das Gefühl. Also das können wir ja mal beobachten. Jetzt bin ich gut vorne. Ah, Bonusziel, sehr gut. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ah, jetzt wanzt er sich ran. Mal gucken, was das wird. Oder es ist, dass das Spiel da so eine Spannung aufbaut und dass die Dreiecke da immer sich so ein bisschen verschieben. Ich will jetzt nicht das böse Wort
Gummiband-KI benutzen, weil ich davon wirklich nichts spüre in Dirt 3, so wie in Dirt 2 übrigens auch schon nicht. So, das klappt, glaube ich, auf der... Jetzt hätte ich es fast Zielgeraden genannt. Also auf dem Zieleinlauf hier, da fühle ich mich immer ganz gut. Ja, das war auch noch locker. Ich glaube, verbessert zum ersten Run. Ja. Und ich glaube aber doch, dass ich es jetzt spannend halten werde, bevor ich mich wieder verhaspel zeitlich. Bleiben wir jetzt hier mal kurz vor dem Finale stehen. Warum nicht auch mal einen Cliffhanger machen? Oh, und mit Schnee dann nochmal. Gut. Ich belasse es mal dabei. Wie gesagt, bevor ich mich wieder völlig vertue, machen wir hier mal einen Cut, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zum Finale in Aspen im Head-to-Head. Also, bis dahin. Tschüss.